liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. In der letzten Folge haben wir, zumindest den ersten Teil, dieses Thema abgeschlossen. Wir machen heute weiter und treffen uns heute mit Professor Hackett. Ich hoffe, Mr. Brattleby konnte Sie unterbringen und dass Sie erfolgreich in Ihren Bemühungen waren. Jo, Gott sei Dank, ich habe irgendwann. Die Aufgaben alle erledigt, Professor Hackett. Schön. Dann sollten Sie nun bereit sein, Incendio zu lernen. Sollte, Professor? Ja. Hätte ich gerne. Leider habe ich genug unvorsichtige Kollegen im St. Mungo Hospital besucht, um zu wissen, dass Feuer ein launischer Diener ist. Ihre Zauberkunst hat mich bisher beeindruckt. Aber konzentrieren Sie sich bitte. Es wäre mir lieb, die Lektion ohne brennende Roben zu beenden. Beginnen wir. Denken Sie daran, die Zauberstabbewegungen sind entscheidend. So. Und halten Sie den Zauberstab ruhig. Ich versuche es gerade. Ja. Incendio gelernt und damit kommen wir weiter in der Geschichte. So, Zauberauswahlmenü. Lumos, Reparo. Accio. Accio auf alle Fälle. Gut gemacht. Aber wir, was nehmen wir denn raus dafür? Was haben wir hier? Okay, den lassen wir drin. Den lassen wir Reparo erstmal raus. Den brauchen wir jetzt gerade nicht. Und damit haben wir Professor Hackett's Aufgabe abgeschlossen. Gut. Das ist doch schön, dass wir das Thema haben. Kann ich den jetzt schon mal einsetzen? Why not? Bleiben Sie dran und versuchen Sie, sich nicht zu verbrennen. Ab hier. Incendio. Okay, gut. Dann ist die Nummer. Schon mal durch. Ich wundere mich, warum oben angezeigt wird, dass da irgendwo eine Kiste ist. Das ist halt komisch. Oder warte mal, die Kiste ist da echt hinten. Ist halt, ach, geh mal weg. Ist da echt eine Kiste? Warte mal, hab ich da hoch irgendwo? Also hier ist eine Treppe nach oben. Das kann natürlich sein, dass hier oben eine Kiste ist oder was auch immer. Eigentlich, warte mal. Warte. Gucken wir mal kurz eben. Ich will nur mal ganz kurz eben gucken, ob da irgendwas ist. Hä? Ist die Kiste ganz oben? Warte mal, nächste Loch höher. Oder komme ich da gar nicht erst ran? Mal kurz gucken. Warte, soll ich irgendwo noch eine Treppe zusätzlich hoch? Ja, da ist noch eine Treppe. Aber wenn das ein Türrätsel ist, wäre das total toll, weil dann kann ich nämlich weitermachen. Dann kann ich euch nochmal ein Türrätsel zeigen. Hallo, vielleicht kannst du mir helfen. Warte mal, das ist eine Kiste, das ist ein Dings. Hab dich. Et voilà, da ist tatsächlich ein Türrätsel. Gut. 3 plus 0 plus 2 heißt bei 1. Warte mal, wo ist denn das Ding hier? Kopf. Warte mal. Das ist das. Und das zweite habe ich mir gerade angeguckt. 4 plus Einhorn. Einhorn ist 1. Also 4 plus 1 sind 5.
Also die 7 ist komische Auge, allerdings da, ne? Da. Müsste eigentlich jetzt offen sein. Nein! Komischer Kopf. Ich brauche komische Kopf. So, jetzt. Kleine simple Zahlrätsel nur. Theoretisch kannst du auch oben an die Türrahmen gucken. Ich habe eine Türrahmen, sind auch welche. So, haben wir hier, Gucken, ob wir noch was haben. Okay, perfekt. Warte mal, hier ist noch irgendwas, oder? Es ist nur das Flohnetzwerk, was hier offen steht. Nee, passt so. Krieg ich die offen? Warte mal. Nee, krieg ich nicht auf. Gut. Da wäre nämlich noch eine Truhe. So, jetzt gucke ich gerade kurz, ob wir noch was haben. Wir haben 2 von 35 Truhen, 6 von 150 Handbuchseiten, Demi-Geist-Stadion haben wir 0 und Astronomie-Alteram auch 0. Also die ganzen Rätsel möchte ich vielleicht, hoffe ich zumindest, dass wir die noch hinkriegen. Das wäre total toll. Upsi. So. So, warte mal, geht sofort weiter. Kurz ein Thumbnail erstellen. Das geht aber relativ schnell. Ich weiß, im Let's Play ist irgendwas, ist immer gut, wenn man das macht. So. Dann gucken wir mal nach, was haben wir noch zu tun. Wir können jetzt in das Geheimnis der verbotenen Abteilung. Das müssen wir sowieso jetzt machen. Und dafür kriegen wir dann den Disziplinierungszauber, den Unsichtbarkeitszauber. So, oder Enthüllungszauber? Enthüllungszauber ist das, glaube ich, ne? Warte mal kurz gucken, was wir hier noch haben. Da ist noch was gekommen. Das nehmen wir mit. Und dann haben wir, glaube ich, alles. Ne, warte mal, hier ist noch eine Ausrüstung. Wir haben noch was Schönes gekriegt. Und zwar einen Hut. Ja, super. Egal. Alias Glätzlerhut. Naja, ist halt so. Gut, haben wir's. Klären wir uns zum Professor Fick zurück. Machen wir so. So, ich habe jetzt Dings ausgerüstet. Hallo. Kannst du mir helfen? Was willst denn du jetzt noch von mir? Hallo? Vielleicht kannst du mir helfen. Ich kann mal gucken, was passiert. Hallo? Hast du mich gerufen? Genau, ja. Ich dachte, du hast Interesse, mit mir ein kleines Abenteuer zu erleben. Gucken. Genauer gesagt, folgen wir einer Schatzkarte. Du hast doch nichts gegen eine kleine Verschnaufspause vom Kampf gegen Trolle, oder? Ich habe Poppy gefragt, aber sie konnte sich nicht von ihrem Knuddelmuff losreißen. Ich habe 2 Karten gefunden. Beide führen zu Orten rund um Hogwarts. Willst du dir eine ansehen? Klar. Einer Hogwarts-Schatzkarte folgen? Ich bin dabei. Wunderbar. Hogwarts fasziniert mich. Du kannst den Schatz behalten, auf den deine Karte hindeutet. Ich will nur wissen, wohin sie führt. Keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Wo sollte ich mich zuerst auf die Suche machen? Nach einem flüchtigen Blick auf deine Karte würde ich vorschlagen, irgendwo bei Hackets Klassenzimmer anzufangen. Aha. Gut. Na gut. Ich gehe auf Schatzsuche, wenn ich Zeit habe. Na gut, wir treffen uns hier, wenn du was gefunden hast. So. Das ist Dings, ne? Das ist in der Nähe vom... Na, okay, jetzt viel zum Thema. Hund. Ich muss die Tür am Ausgang, am großen Ausgang raus. Ist das nicht hier die Statue? Ne, ist es nicht, ne? Okay. Ach, das ist nur einer von ganz vielen. Ja, ist aber jetzt nicht weiter tragisch. Wir wollen erstmal die Hauptquest machen. Warte mal. Ich möchte erstmal zum Professor Fick.
Diese Folge haben wir sowieso noch nicht allzu viel geschissen bekommen. Also wir haben hier noch nichts gemacht. Von daher. Außer kleines Rätsel gelöst. Warte, was ist denn hier noch? Ich habe noch nie eine echte Teufelsschlinge gesehen. Was stelle ich? Ich habe auch bisher noch Gott sei Dank keine gesehen. So, gucken wir mal gerade kurz, was mit Fick hier los ist. Was der hier von uns möchte. Ah, da sind sie ja. So, da bin ich. Und ich möchte was tun. Hallo, Sir. Es wird Sie bestimmt freuen, dass ich mit Professor Hackett meine Verteidigungszauber geübt habe. Ja, sie sagte, dass Sie Ihren neuen Zauberstab sehr gut im Griff haben. Sie müssen weiter mit ihr und den anderen Professoren an Ihren Fähigkeiten arbeiten. Dennoch möchte ich unseren Besuch in der Bibliothek nicht weiter verschieben. Nun, fahren wir fort? Fick! Es gibt Arbeit. Los! Professor Black, ich habe Sprechstunde. Das muss warten auf unbestimmte Zeit, genau wie Ihr Schüler. Oh oh. Ich hätte gedacht, dass Sie nach all dem Ärger wegen Osric gerne Wiedergutmachung leisten wollen. Mein Büro, 5 Minuten. Na super. Der Mann ist ein Ärgernis. Leider muss unser Ausflug in die verbotene Abteilung noch ein bisschen warten. Ja, gut, wir dürfen. Wir haben keine Wahl. Es wäre unklug, unseren illustren Schulleiter weiter zu provozieren. Ich suche sie auf, wenn ich das hinter mir habe, was ich ertragen muss. So, Auftrag gestartet. Sprich mit Sebastian. Machen wir doch. Steht jetzt Gott sei Dank steht draußen oder was? Warte mal kurz. Oder steht der unten? Das kann er sehr nicht hier unten. Sebastian hat doch die verbotene Abteilung erwähnt. Vielleicht hat er ja eine Idee. Warte mal, steht doch bestimmt unten. Wir müssen runter oder hoch? Runter. Sprich, der steht unter uns, der Kollege. Da müssen wir lang. Da müssen wir lang. So. Hello. Sebastian, da bist du. Ich hatte gehofft, dich zu sehen. Nach dem Trollangriff sah ich in den drei Besen die Konfrontation mit Rookwood und Harlow. Victor Rookwood interessiert sich nicht für viele Schüler. Was hat es damit auf sich? Mit Ranrock, ne? Das wissen wir ja schon. Er arbeitet wohl mit Ranrock zusammen. Und der will was, das ich bei Gringotts gefunden habe. Ranrock? Wann warst du denn bei Gringotts? Professor Fick und ich landeten dort nach dem Drachenangriff. Ziemlich gute Geschichte. Fick hatte diesen Portschlüssel. Portschlüssel? Nach Gringotts? Ich verstehe gar nichts. Ich komme selbst kaum mit und ich war dabei. Jedenfalls haben wir in einem alten Verlies eine Karte gefunden. Sie führt zur verbotenen Abteilung. Das ist nicht dein Ernst. Mein voller Ernst. Professor Fick bestand darauf, dass ich niemandem davon erzähle. Ich habe wahrscheinlich schon zu viel gesagt. Verstehe. Dein Geheimnis ist bei mir sicher, was es auch ist. Danke, Sebastian. Du sagtest, man müsse schlau genug sein, um in der verbotenen Abteilung nicht erwischt zu werden. Das bin ich auch. Triff mich heute Abend vor der Bibliothek und sag's niemandem. Sowieso nicht. Und was ist, wenn wir erwischt werden? Was ist, wenn man uns in der verbotenen Abteilung erwischt? Wir müssten nachsitzen. Lass dir vor allem eins gesagt sein. Meide Peeves, den Poltergeist, unter allen Umständen. Neben der mutwilligen Zerstörung von Schuleigentum ist ihm nichts lieber, als Schüler wie uns zu verpetzen. Das war schon immer so. Muss ich mir Sorgen wegen der Bibliothekare machen? Madame Scribner toleriert keine Heimlichkeiten inmitten ihrer wertvollen Bücher. Also solltest du zusehen, dass du ihr aus dem Weg gehst. Sie und ich haben unsere eigene Geschichte, aber ich kann mich gegen sie behaupten. Du vielleicht nicht. Na dann, bis heute Abend. Danke, Sebastian. Bis später dann. So. Na dann. Triff dich mit Sebastian in der Haupthalle.
Das ist die Tür, zu der wir müssen. Und diese lästigen Vertrauensschüler würden uns nur zu gerne bei Scribner verpetzen. Sie dürfen uns also nicht sehen. Verstanden? Das kriegen wir hin. Na los. Einen Moment. Es gibt da einen Zauberspruch, den du kennen solltest. Den Desillusionierungszauber. Gut, um an verbotene Orte zu kommen. Sprich ihn und du wirst als kaum mehr als ein Lichtspiel erscheinen. Jedenfalls, solange du auf Abstand bleibst und still bist. Du meinst, ich kann mich echt unsichtbar machen? So in etwa. Ist nicht so narrensicher wie ein Tarnumhang, aber die sind teuer und Zaubersprüche, die sind gratis. Probier ihn doch mal. So, den lernen wir jetzt, oder was? Ja. Scheiße. Hammer. Desillusionierung ist der Unsichtbarkeitszauber. Nutze das, um euch nicht entdeckt zu werden. Okay. So, jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich den einen Zauberbett setze. Das werde ich jetzt auch tun. Und zwar den... Lumos macht jetzt am wenigsten Sinn. Also nehmen wir den erstmal wieder rein. Ja, Gegner spüren und untersuchen und dich gefallen. Wenn du von der Autoritätsperson gefragt wirst, hast du es nur versagt. Ja, okay, alles ist gut. Du wurdest gefasst. Nee, probieren wir es doch mal. Aber das würde ich sagen in der nächsten Folge.